Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum das Verhalten von Jörg Meuthen auf dem Parteitag und vor allen Dingen aber, was viel wichtiger ist, das ganze letzte Jahr über der Untergang ist, nicht nur für die AfD, sondern für die Konservativen überhaupt und was am allerwichtigsten ist, wie man an die Meuthen-Anhänger herankommt, wie man ihnen zu verstehen gibt, warum das so ist. Zu mir ist zu sagen, dass ich bis vor einem Jahr Jörg Meuthen auch gut fand. Also bis nach der Wahl. Aus heutiger Sicht aber muss ich sagen, dass ich mich nicht ausgekannt habe. Dass ich über die Vorgänge in der AfD nicht Bescheid gewusst habe und ich viele Dinge oberflächlich gesehen habe, aus heutiger Sicht. Sagen Dinge, die auf den ersten Schein gut wirken, sind auf den zweiten Schein eine absolute Katastrophe. Fangen wir an bei der Rede. Es ist so, dass viele Meuthen applaudiert haben. Und auf YouTube ist ja die Ansicht weit verbreitet, dass Jörg Meuthen und seine Anhänger vom Verfassungsschutz gekauft sind. Wie das bei Jörg Meuthen ist, ich sehe ihn auch sehr kritisch, da kann man nur spekulieren. Aber bei vielen Anhängern auf dem Parteitag, da glaube ich, dass sie tatsächlich ehrlich Jörg Meuthen applaudiert haben. Woran liegt das? Schauen wir uns einen Nikolaus Fest an. Ja, vielen Dank, liebe Freunde. Wir haben schon gestern Abend, glaube ich, über die Rede von Jörg Meuthen viel diskutiert. Das ist auch, glaube ich, der richtige Ort dafür. Und was war die Kernaussage? Die Kernaussage war mehr Selbstdisziplin, weniger Selbsterstellung. Ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Ja, man konnte mit einigen Spitzen, war man vielleicht nicht zufrieden, aber ich glaube, es ist ein schlechter Stil, wenn wir künftig jede Rede des Bundessprechers dann nochmal zu einem eigenen Top machen und lange diskutieren. Wollen wir auch den Abbruch des Interviews mit Frau Weidel jetzt diskutieren? Leute, ich bitte euch, die Kirche im Dorf zu lassen und bei allen folgenden Diskussionen jetzt Ruhe zu oder ein bisschen abzurüsten. Ja, solche Reden müssen auch mal brennen und zackig sein. Genau dafür ist Herr Meuthen gewählt worden, um zu führen. Das ist ihm jahrelang vorgeworfen, dass er nicht führt. Jetzt führt er mal und wer führen möchte, sollte bitte Sprecher im Bundesvorstand bleiben. Dazu ist jeder aufgerufen. Das sollte er tun, aber nicht dann hier im Nachhinein nachtreten. Danke. Die Rede, er hat zu etwas Disziplin aufgerufen, das ist doch gut. Ist doch gut, dass jemand zur Disziplin aufruft. Und das war's dann auch. Was er aber nicht versteht, oder was anscheinend die meisten nicht verstehen, ist die Anschauung, die Jörg Meuthen verbreitet, dass das das reinste Gift ist. Für die AfD, für die Konservativen in Deutschland. Er suggeriert dadurch, indem er zur Disziplin aufruft, appelliert er an die konservative Tugend, nicht drauf schauen, was die anderen machen, sondern sich selbst verbessern. Und wenn man selbst gut ist, dann werden das die anderen auch schon honorieren. Wenn man sich jetzt anguckt, ein Hans-Georg Maaßen, ein Thilo Sarrazin, unzählige andere Leute, die bestimmt auch ein Nikolaus Fest alle kennt und worüber sich Nikolaus Fest ja auch immer wieder bitterlich beschwert. Man kann sich einmal angucken, wie es ihnen in den letzten Jahren gegangen ist. Oder nehmen wir Peter Weber, der sich auch von der AfD distanziert hat. Oder Bhakti. Sie alle wurden schlecht gemacht. Ausgegrenzt. So schlecht es eben irgendwie geht. Alles Schlechte wurde bei ihnen hervorgehoben. Alles Positive wurde unter den Tisch fallen gelassen. Also Positive, was bei Leuten einen positiven Eindruck hervorrufen kann. Und diese Vorgehensweise, da hat sich die AfD dran gewöhnt. Da haben sich viele dran gewöhnt, dass es irgendwie normal ist, dass die Medien schlecht über die AfD berichten. Und das ist dann einfach halt, das wird dann so hingenommen. Und man kann das Ganze ein bisschen sehen wie ein Test an das eigene Selbstwertgefühl. Wir sehen jetzt bei Hans-Georg Maaßen, bei all diesen Leuten, sie haben alle eine lupenreine Vita. Sie wurden trotzdem schlecht gemacht. Und dann ist einfach die Diagnose falsch mit der Disziplin, dass an der Disziplin liegt, dass die AfD schlecht gemacht wird.
Das suggeriert aber Jörg Meuthen. Es ist so, dass Disziplin wichtig ist. Aber das ist etwas anders. Disziplin heißt nicht, hart Kritik zu üben wie Gauland, indem er Dinge auf den Punkt bringt. Jörg Meuthen macht einen Fehler, wenn er das Corona-Diktatur, wenn er das einfach so beiseite wischt und sagt, dass wir wären ja in keiner Diktatur, weil wir den Parteitag abhalten können. Diktatur ist vielleicht das falsche Wort. Es ist so, dass wir in einer Mediakratie leben. Das heißt, dass die Medien einseitig, kollektiv auf eine bestimmte Art und Weise berichten, Informationen hervorheben oder außen vor lassen, manipulative Tricks unterschiedlichster Art und damit die Leute steuern, faktisch steuern. Und sie steuern jeden, der die Altmedien konsumiert, uns eingeschlossen. Dadurch ist es so, das muss man auch wissen, auch die AfDler, auch sie, jeder, der die Altmedien konsumiert, wird manipuliert. Und da die Medien nicht mehr in einem normalen Wettbewerb zueinander stehen, sondern linksradikale Kräfte, links in Anführungszeichen, die Medien systematisch immer weiter unterwandert haben und alle anderen rausgedrängt haben, wie Peter Hane, Wolfgang Herles, Eva Herrmann, alle gemäßigten, vielfältigen Leute sind rausgedrängt, sodass die Linken in den Medien allein sind und jetzt gleichförmig Stimmung machen, auf eine gewisse Weise. Das wird jetzt vielleicht noch unterstützt durch Geldgeber, die das Ganze noch fördern. Wie ein George Soros, der die Zuwanderung befördert und dann Milliarden verdient durch Immobilienspekulation. Jetzt kann man mutmaßen, dass Bill Gates wahrscheinlich auch schon frühzeitig genug Aktien bei BioNTech und anderswo gekauft hat. Und er natürlich ein gutes Interesse hat, dass die Leute Impfstoff kaufen, dann mit seinen Aktien weiter steigen. Sowas spielt vielleicht auch noch rein. Aber das sind unterschiedliche Faktoren, die wir jedenfalls nicht genau benennen können. Jedenfalls gibt es ganz viele Beweise, dass die Medien systematisch, und das ist das Entscheidende, gleichförmig Informationen hervorheben und verschweigen und damit die Menschen manipulieren. Weil durch die Informationen, die man hat, baut man sich ein gewisses Weltbild auf. Wenn jetzt Jörg Meuthen die Anschauung verbreitet, ist es eigentlich alles normal. Wir sind halt die bessere Partei, die anderen sind die doofen Parteien, wir sind besser. Und die Medien, die berichten sowieso schlecht über uns. Und wenn wir diszipliniert sind, dann ist alles gut. Er spielt damit die große Gefahr herunter, die ganz offensichtlich ist. Die Konservativen werden nicht einfach nur ein bisschen bedrängt, sondern man versucht ihre Existenzen zu zerstören, sie an den Rand zu drängen. Und diese Eskalationsspirale dreht sich ganz schnell nach oben. Allein schon dieser Populismusbegriff 2013, das war schon ein Entmenschlichungsbegriff. Haben sich damals ein Gauland und andere schön geredet, dass das irgendwie nah am Volk ist. Aber was damit gemeint ist, ist Täuschung. Die AfDler täuschen. Sie sagen nicht das, was sie in Wahrheit denken. Und das ist ja eigentlich genau das, was die Linken die ganze Zeit machen. Das heißt, das, was die Linken selbst machen, das projizieren sie auf die AfD. Weil wie kommt man sonst überhaupt auf die Idee? Wie kommt man denn da auf die Idee, die AfD Populisten zu nennen, wo sie ja genau nicht populistisch sind? Wo sie ja genau ihre Meinung haben und dafür ihre Existenz auch aufs Spiel setzen? Gesellschaftlich an den Rand gedrängt zu werden. Die Leute gehen ja vor allem für die ganzen ehrenamtlichen AfD-Leute, die jetzt keine Diäten verdienen. Das heißt, Populismus ist genau das, was auf die AfD nicht zutrifft, was auf die anderen zutrifft. Und es ist ja auch so, diese Einseitigkeit, mit der die AfD schlecht gemacht wird. Jetzt sagt ein Meuthen oder suggeriert er, ja gut, es ist halt normal. Die Medien suchen sich halt immer das Schlechte aus, weil das Schlechte ist relevant. Es wird halt immer nur das Schlechte berichtet. Das Gute ist normal, die Medien berichten nur das Schlechte. Deswegen ist es klar, über die AfD wird nur das Schlechte berichtet und wir müssen uns halt disziplinieren. Wir müssen halt besser sein, wir waren halt nicht gut genug. Aber wenn man das mal vergleicht, wie mit anderen gesellschaftlichen Gruppen umgegangen wird, dann sieht man eben, dass das nicht stimmt, dass das nicht so ist. Es wird nicht auf alle gleich angewendet, sondern ganz im Gegenteil. Schauen wir uns den Islam an. Dort pocht bei jeder islamischen Straftat mit islamischem Hintergrund, Ehrenmorde, pochen die Altmedien und die Altparteien pochen darauf,
dass das die Einzelfälle sind und dass man auf keinen Fall verallgemeinern dürfe. Das heißt, wenn Sie hier darauf pochen, zu differenzieren und nicht einseitig schlechte Meldungen zu bringen, weil das Sie auf die anderen abfärben könnte, dann wenden Sie diesen Standard bewusst auf die AfD nicht an, sondern probieren, schlechte Zitate möglichst schlecht auszulegen wie Vogelschiss und den ganzen Eindruck darauf zu lenken. Nicht zu differenzieren, nicht die Partei abzubilden, die ganzen Leute, sondern probiert sie einseitig möglichst schlecht abzubilden. Und das ist ein Vernichtungswille, das ist ein Zerstörungswille. Es gibt überall auf der Welt permanent Massenmorde und es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass ein Massenmord nicht wieder passieren kann und zwar auch nicht relativ bald. Es sprechen alles logisch betrachtet, spricht alles dafür. Diese Entmenschlichung. Es ist ja auch so, die Berichterstattung, die Grünen dürfen sich immer von ihrer menschlichen Seite zeigen. Die Medien achten tunlichst darauf, dass sich die AfD nicht menschlich präsentieren kann, dass sie sich nicht von ihrer persönlichen Seite zeigen können, dass sie sich möglichst gar nicht zeigen können, da sie dann ansonsten die AfD nicht schlecht framen können. Sie benutzen systematisch alle Täuschungsmethoden auf unzivilisierteste Weise, hinterlistigste Weise. Das ist psychischer Terror. Und psychischer Terror wird sehr wahrscheinlich auch irgendwann physisch. Diese Leute, die lachen in Wahrheit über Zivilisiertheit. Es ist ja so, diese ganzen Dinge liegen eigentlich auf dem Tisch. Und Nikolaus Fest, ich habe ja immer seine Videos gerne geguckt. Und er regt sich immer sehr ehrlich über diese Dinge auf. Deswegen halte ich Nikolaus Fest wirklich für einen redlichen, anständigen Menschen. Aber jetzt kann man sich fragen, warum, dann muss er es doch wissen. Er sieht es doch, er beobachtet es doch die ganze Zeit, wie unfair, wie ungerecht es zugeht und beschwert sich darüber. Dann kann er doch nicht sagen, ja, ein bisschen Disziplin und dann wird das schon. Weil da suggeriert er ja auch, das ist alles normal. Es ist nämlich eben gar nichts normal. Und warum kommen so viele Leute da nicht drauf, auf die Gefährlichkeit der Lage? Weil sie von sich selbst auf andere schließen. Man denkt immer, so wie man selber ist, so sind die anderen auch. Er würde den anderen nichts tun, also geht er automatisch davon aus, ja, warum sollen denn die anderen was machen? Das ergibt doch gar keinen Sinn, ich würde es ja auch nicht machen. Man geht immer davon aus, das, was man selber macht, das machen die anderen auch. Das ist so eine psychologische Regel. Und die Altmedien und die Altparteien framen sich ja auch permanent demokratisch, aber sie verhalten sich nicht so. Und das wirkt auch auf die Psyche, das ist auch ein Trick. Indem das permanent wiederholt wird, egal ob Sinn hat oder keinen Sinn, Sie sind die Guten, Sie sind die Demokraten, Sie sind die Bunten, Sie sind die Netten. So framen Sie sich die ganze Zeit, obwohl es mit den Fakten überhaupt nicht belegt ist. Wir ständig das Gegenteil sehen. Aber dadurch, dass Sie es ständig sagen und wenn man das hört, man kann sich dem nicht entziehen, glaubt man das, brennt sich ins Unterbewusstsein ein. Und gleichzeitig hört man die ganze Zeit, ja, die AfD ist schlecht, der Flügel ist schlecht, das sind Antidemokraten, das sind ganz schlechte Leute, das sind Verschwörungstheoretiker. Und nur weil die das die ganze Zeit wiederholen und sagen, glauben die AfD-Leute das auch wieder, obwohl es keine Berechtigung hat. Einfach weil es sich ins Unterbewusstsein einbrennt, obwohl man logisch eigentlich versteht, das ist gar nicht so. Und dazu ist es so, dass den Altmedien intuitiv Glauben geschenkt wird. Und dass man das einfach zu einem gewissen Grad glaubt und sich mit den Leuten gar nicht auseinandersetzt. Und mit diesem Trick wird die AfD bei Querdenken schlecht gemacht und wird Querdenken bei der AfD schlecht gemacht. Das ist das andere Prinzip, Teile und Herrsche. Das probieren die Altmedien, die Altparteien überall die ganze Zeit. Das ist auch ein alter Geheimdiensttrick. Die Briten, nachdem sie die Kolonien nicht mehr halten konnten, haben die ganzen Länder aufgeteilt in so kleine Staaten. Und diese kleinen Staaten, die konnten immer keinen, jeder hatte seine eigene Regierung. Und da haben die Briten und die andere Weltmächte dafür gesorgt, dass sie sich gegenseitig ausspielen. Und dass sie auf jeden Fall nicht stark werden. Und es ist ja auch so, dass zufällig immer irgendwo irgendwelche Revolutionen in Gang kommen. Das ist kein Zufall. Unter Obama hat der Nahe Osten lichterloh gebrannt. Überall irgendwelche Revolutionen. In der Ukraine eine Revolution, in Syrien eine Revolution, in Libyen. Ist das Zufall? Wir wissen nicht genau, was da läuft. Aber es ist irgendwie merkwürdig, dass unter Trump war es ruhig und unter Obama eine Revolution überall nach der anderen. Teile und herrsche. Und so ist es auch mit der AfD, dass man die Leute probiert, gegeneinander auszuspielen. Querdenken gegen die AfD, in der AfD innerhalb, die
vernünftigen Leute gegen den Flügel. Wobei hier auch mit der Eitelkeit gespielt wird von den Leuten. Das ist eine Schwäche, an die appelliert wird, dass man von den Medien suggeriert bekommt, ja, ihr seid die Gemäßigten, ihr seid die Vernünftigen, ihr seid die Guten, ihr seid der gute Teil der AfD und dann gibt es den bösen Flügel, die Blödis. Ihr seid die Schlauen. Man darf den Altmedien nicht trauen. Also wenn man sie konsumiert, dann muss man immer ganz vorsichtig sein. Sie vergiften einen. Das ist einfach so. Deswegen besser Epoch Times, NTD, Junge Freiheit, YouTube, die ganzen Kanäle. Das sind die Nachrichten, die man konsumieren sollte in erster Linie. Man kann dann immer Altmedien gucken, auch immer wieder gegenchecken, aber man sollte sich nicht von den Altmedien vergiften lassen. Auch wir selbst, wir sind davon nicht gefeit. Alles, was auf uns wirkt, was wir hören, wirkt zu einem gewissen Grad. Es wirkt auf uns nicht so stark, weil damit ein Frame stark ist, ist nicht nur wichtig, dass er oft wiederholt wird oder ein Frame, eine Anschauung, und das beiläufig möglichst, sodass es nicht in den Vordergrund tritt, dass man denkt, diese Botschaft, diese Anschauung, das ist für den anderen selbstverständlich, da denkt er gar nicht dran, weil dann glauben wir es, sondern auch, wie vertrauenswürdig halten wir den Aussender. Und ganz wichtig auch, kein Täuschungsmotiv. Dass man das ist eigentlich überhaupt das Hauptproblem, dass man bei den Medien, bei den Altmedien und bei den Altparteien das Motiv nicht versteht. Und deswegen sagt man, ja gut, warum, was für einen Grund sollen die denn haben? Es ist aber auf jeden Fall ein abgrundtiefer Hass vorhanden. Und da muss man nur in die Geschichte zurückgucken, wohin solcher Hass führt. Wir sind sehr wahrscheinlich der Klassenfeind. Diese Leute, die jetzt in den Altmedien sitzen, das sind Linksextreme. Und das hat man ja auf dem linken Parteitag auch schon gehört. Kampf gegen den Klassenfeind, das muss man bitter ernst nehmen. Und man sieht es ja auch in den USA, der Wahlbetrug. Die kämpfen mit allen Mitteln. Und es ist ganz sicher ein Wahlbetrug. Das heißt, diese Linken, das sieht man ja auch hier in Deutschland, wie sie gegen die AfD vorgehen, in den Medien, die kennen einfach keine Grenzen, die sind unzivilisiert. Und das Hauptproblem ist, wir Konservativen, wir sind zivilisiert. Und gewisse Dinge, die kommen uns gar nicht in den Sinn, weil das ist außerhalb unserer Vorstellungskraft. Das sind Handlungen, die würden wir einfach nicht machen, da würden wir uns sofort übergeben müssen. Das sind Dinge, die machen wir einfach nicht. Und man muss jetzt logisch verstehen, dass diese Leute, die machen einfach alles. Die kennen keine Grenzen, die verhöhnen die Demokratie und die Zivilisiertheit und die kommen sich dabei besonders schlau vor. Die halten sich für besonders schlau und die anderen für so dumm, dass die sich an die Regeln halten. Und das, die Demokratie ist in größter Gefahr und man muss diesen Leuten hart entgegentreten. Ganz hart entgegentreten, das ist die einzige Sprache, die verstehen. Ansonsten lachen die einen aus, wie so ungezogene Kinder in der Schule, wo wenn der Lehrer nicht hart durchgreift, die Schüler, Schüler machen, was sie wollen und das dann lustig finden. Bei Schule ist jetzt ein anderes Thema, solche Vergleiche hinken immer. Jedenfalls, sie kennen keine Grenzen, sie machen einfach alles. Und die einzige Sprache ist, dass man ihnen da entgegentritt. Und das bedeutet hier, wie kann man ihnen entgegentreten? Indem man das benennt, indem man diese Anschauung eben verbreitet, in die Köpfe bringt, was hier eigentlich los ist. Und das wäre eigentlich vor ein paar Jahren noch ganz einfach gewesen. Als sie sich noch mehr versteckt haben, wo es aber auch schwerer zu erkennen war, wo diese Unzivilisiertheit, diese völlige Unzivilisiertheit noch nicht so zutage getreten ist. Weil sie verstecken das ja immer mit ihrem positiven Selbstframing, verstecken sie das ja immer. Das ist ja auch Manipulation. Aber man kann das ganz leicht abstellen, indem man diese Leute für das, was sie machen, dass man das einfach aufdeckt. Und dann stehen sie schlecht da. Aber das hat auch Jörg Meuthen wieder nicht gemacht, weil konservativ, das ist ja, man soll ja nicht auf die anderen zeigen, man soll ja nur an sich selbst arbeiten. Schön, aber das bringt einem nichts, wenn man reingelegt wird. Bei Jörg Meuthen hat das negative Framing der Altmedien gefehlt. Es ist ja nicht nur eine Rede nach innen, das ist eine Rede nach außen. Und da kommt man ja zu dem entscheidenden Punkt auch bei Jörg Meuthen, was er das ganze Jahr über gemacht hat. Es ist ja so, dass die Altmedien immer probieren, ein Bild zu zeichnen. Sag mal, sie wollen ein rotes Bild zeichnen. Sie haben jetzt aber ein blaues Bild. Dann suchen sie sich die einzelnen roten Stellen raus und präsentieren sie dem Zuschauer, dem Konsumenten. Weil der Konsument kann ja gar nicht alles wahrnehmen auf einmal. Und dann denkt er, okay, jetzt habe ich diese beiden roten Sachen gezeigt bekommen, das Bild ist rot. Einfach ist es für die Medien immer, wenn sie diese roten Punkte geliefert bekommen. Wenn sie selbst erzeugen müssen, die roten Punkte, dann laufen sie Gefahr, dass es auffliegt und dass sie dann schlecht dafür geframed werden.
für das, was sie gemacht haben. Jörg Meuthen hat jetzt im letzten Jahr, die Partei war extrem diszipliniert, es gab keine negativen Schlagzeilen. Jörg Meuthen hat ohne Not Andreas Kalbitz auf unverhältnismäßige Weise drangsaliert. Bei den Grünen, sämtliche Spitzenpolitiker, ganz viele von ihnen, waren in kommunistischen Vereinigungen. Wenn jetzt Jörg Meuthen Andreas Kalbitz heranzieht und sagt, er ist rechtsextrem, oder das, er sagt das nicht, aber er vermittelt es, indem er ihn unbedingt loswerden will, vermittelt er dem Zuschauer, Andreas Kalbitz ist untragbar. Er muss aus der Partei raus, weil es ihm ja anscheinend so wichtig ist. Und damit verdirbt er den Namen aller, die an Andreas Kalbitz dranhängen, die ihn gut finden, die ihn befürworten, die aus der gleichen Strömung kommen. Das heißt, wenn der Name verdorben ist, dann ist gleich ein ganzer Teil der Partei verdorben. Und mit diesem teilverdorbenen Teil der Partei verdirbt man dann die ganze Partei, den Namen. Jörg Meuthen hat das ganze letzte Jahr über beständig den Altmedien diese roten Punkte geliefert. Er hat selber gesagt, Andreas Kalbitz hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, seit er 2013 bei der AfD war, hat sich immer korrekt verhalten. Und weil er jetzt angeblich bei der HDJ war, muss man das jetzt hervorkramen und muss es die ganze Zeit durch die Medien durchziehen und muss ihn unbedingt aus der Partei drängen. Die Unvereinbarkeitsliste ist auch so ein Thema. Ich habe auch immer gedacht, das ist gut, man muss aufpassen, die Partei darf nicht unterwandert werden. Da muss man streng sein und dann sollen sich auch alle ordentlich benehmen, dann ist es ja auch kein Problem. Aber auf der Unvereinbarkeitsliste stehen auch alle Organisationen drauf, die vom Verfassungsschutz nur beobachtet werden. Und wer wird zum Beispiel auch beobachtet? Die BPE von Michael Stürzenberger. So verdirbt die AfD den Namen von Michael Stürzenberger, indem sie suggeriert, ah ja, der ist zu schlecht, um in die AfD aufgenommen zu werden. Er hat dann eins nach dem anderen gebracht. Die Partei muss sich abspalten, muss sich am besten zwei Parteien. Was sagt er damit? Die andere Partei, der Flügel ist undemokratisch, unmöglich. Das suggeriert er nach außen. Die Flügelauflösung, das war richtig schlecht. Weil genau nachdem der Verfassungsschutz vorgeprescht ist, hätte man den Flügel genau nicht auflösen dürfen. Genau zu dem Zeitpunkt nicht. Man hätte ihn immer auflösen können, aber genau weil das in die Diskussion mit dem Verfassungsschutz kommt, genau dann darf man den Flügel nicht auflösen. Weil was suggeriert das nach außen? Das suggeriert nach außen, wir haben Angst, wir haben was zu verbergen. Ob die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird, das hängt nur zum Teil davon ab, was man gegen die AfD bieten kann, sondern es hängt in erster Linie davon ab, ob es der Bevölkerung vermittelbar ist. Und indem Jörg Meuthen dieses negative Framing die ganze Zeit betrieben hat, ich möchte mich von diesen Leuten trennen, sie sind unmöglich, sie sind nicht demokratisch, dieses Gefühl hat er suggeriert, hat er in den Augen der Bevölkerung die Beobachtung legitimiert und er hat sie dadurch sogar vorangetrieben. NPDler sind bei der CDU, alles, die CDU wird nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, sondern er hat die AfD in den Augen der Bevölkerung schlecht gemacht und hat dadurch den Verfassungsschutz die Beobachtung vorangetrieben. Er hat selbst die Partei, er hat das Altmedienframing bedient, Kronzeuge, und als AfD-Vorsitzender ist das Framing viel glaubwürdiger, als wenn es die Altparteien vorbringen. Er hat sich zum Kronzeugen der Altmedien gemacht, hat negatives Framing betrieben. Und es ist auch egal, ob er das gewollt hat oder nicht. Aber das ist so schlimm. Die AfD war bei 15% gewesen, ist im letzten Jahr auf 10% abgestürzt. Sie hätte locker auf 25% steigen können, gerade mit Corona, wenn man das richtig gemacht hätte. Aber allein diese negativen Nachrichten die ganze Zeit. Und es gab sonst nichts Negatives. Dadurch ist die AfD auf unter 10% abgestürzt und dadurch ist es jetzt auch der Bevölkerung vermittelbar mit dem Verfassungsschutz, dass die AfD beobachtet wird. Und jetzt kommen V-Leute rein. Was bedeutet das? Das sind bezahlte Leute, die machen sich nicht strafbar, wenn sie jetzt den Holocaust leugnen oder irgendwelche schlechten Sachen machen, weil das darf man als V-Mann. Und jetzt kommen solche Querulanten in die Partei rein, die dafür bezahlt werden, dann echt rechtsextrem rüberzukommen und irgendwelche Sprüche zu klopfen und irgendwelche verrückten Sachen zu machen. Dadurch ist es den Altmedien natürlich noch viel leichter, die AfD negativ zu framen, weil jetzt können sie die V-Leute benutzen. Jetzt liefern die V-Leute die roten Punkte. Da kann man sich vorstellen, wie schlimm das für die AfD ist. Dass es eine Katastrophe ist. Und die AfD wird beobachtet, weil es der Bevölkerung vermittelbar ist.
wenn die AfD jetzt bei 20 oder 25% gewesen wäre und es hätte kein negatives Framing von Jörg Meuthen gegeben, dann würde es jetzt keine Beobachtung geben, weil das vor der Bevölkerung nicht vermittelbar ist. Das bedeutet, dass Jörg Meuthen der Totengräber der AfD ist, ob gewollt oder nicht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut.